Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. DTIP-Imame, Kindersoldaten, Parteiwechsel, droht Niedersachsen die Erdoganisierung. Die AfD malt ein Schreckensszenario an die Wand, ein Bild, das nichts mit der Realität zu tun hat. Dies werden meine Nachredner gleich allesamt zu Protokoll geben. Doch wo wir gerade bei Bildern sind, am 1. März dieses Jahres stand genau an diesem Rednerpult der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete und jetzige, Herr Minister Pistorius, jetzige AKP-Politiker Mustafa Erkan und mit Minister Pistorius und dessen SPD-Parteifreundin Doris Schröder-Köpf öffentlich wirksam, um sich ablichten zu lassen. Meine Damen und Herren, es ist eine Ungeheuerlichkeit, dass der niedersächsische Innenminister mit einem getreuen Erdogans Wahlkampfbilder macht, ein Mann, der allen Ernstes behauptet, Zitat, geht in der Türkei demokratischer zu als in Deutschland, oder kein Journalist aus politischen Gründen sitzt in der Türkei im Gefängnis, Zitat Ende. Dies spottet jedes rechtsstaatlichen Empfindens und unsere SPD-Landespolitiker grinsen mit Erkan munter um die Wette. Herr Erkan, der inzwischen ja Berater, Herr Watermann, des türkischen Außenministers ist und in der nächsten Woche, das wissen Sie wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit ins türkische Parlament gewählt wird, ist ein Beispiel für die nicht stattfindende Integration türkischstämmiger Passdeutscher, die bereits im Kindesalter von DTIP-Imamen in einem ständig ausgebauten Moscheesystem und anderen türkischen Auslandsorganisationen indoktriniert werden. Hier wird ihnen eingebläut, was ihr wirkliches Vaterland ist, die Türkei. Aber nein, eine Erdoganisierung findet ja nicht statt. Leute wie Erkan bekennen sich trotz Geburt und Aufwachsens hier nicht nur stolz zu ihrem Heimatland Türkei, sondern eben auch zum Regime und der dortigen AKP- und Erdogan-Regierung. Und dies hat Erkan mit seinem Großteil seiner in Deutschland lebenden türkischen Landsleute gemeinsam. Seien es DTIP, Miligörisch, ATIP, Onay, UETB, ATB oder gar Graue Wölfe und Osmania Germania. Alle diese türkischen Organisationen wirken hier in Deutschland und Niedersachsen als verlängerte Arm des türkischen Staates. Im vom türkischen Staat gelenkten Moscheen müssen Kinder als türkische Soldaten verkleidet den Märtyrertod für ihr Land nachspielen. Hier werden sie von Kindesbein an zu türkischen Nationalisten erzogen, radikal-islamische Predigten inklusive. Wer hier vor die Augen verschließt, wie Sie hier alle, der handelt grob fahrlässig. Denn für was stehen alle diese Organisationen? Ich zitiere Ihnen mal was. Durch das nationalistische, islamistische AKP-Regime unter Recep Erdogan kommt es in der Türkei zu einer autoritären Umwälzung der Gesellschaft und Politik. Die Regierung propagiert eine Identität, in der türkischer Nationalismus mit islamischen Elementen verschmilzt. Die Türkei ist verbunden mit einem massiven Abbau demokratischer und parlamentarischer Grundrechte, der Verfolgung von Oppositionellen und Entlassung tausender Staatsbedienste sowie der willkürlichen Inhaftierung türkischer kritischer Journalisten. Nein, meine Damen und Herren, dieser Aufruf stammt nicht auch von uns. Das schreibt die Bundestagsabgeordnete Martina Renner von der Linksfraktion. Nun gehören wir von der AfD im Gegensatz zu den Großteil hier Versammelten nicht zu denjenigen, die mit dem Zeigefinger auf die Politik anderer Nationen zeigen. Aber im Fall der Türkei ist es gerade der türkische Staat, der sich mit, also mindestens sind Sie wach heute, der sich mit seinen innenpolitischen Prinzipien in unsere Politik und Gesellschaft massiv einmischt. So stimme ich der linken Abgeordneten Renner auch darin zu, dass innerhalb und außerhalb der Türkei eine nationalistische Mobilisierung voranschreitet. Und genau bei diesem Protest spielen die genannten radikal-nationalistischen Vorfaltorganisationen der türkischen Staates und der Regierungspartei AKP eine entscheidende Rolle. Sie sind es, die die Erdoganisierung Deutschlands und Niedersachsens massiv vorantreiben. Sie sind es, die die Integration türkischstämmiger hierzulande torpedieren. Sie sind es, die alles dafür tun, Erdogans Auftrag zu erfüllen, als fünfte Kolonne auch in Deutschland türkische Politik und Interessen zu vertreten. Ich sage es an meinem Ende meiner Rede umwunden. Die wahren Nationalisten sind bestimmt nicht wir. Nein, die wahren Nationalisten sind Erdogans Erfüllungsgehilfen, gleich ob in Ankara oder Hannover. Die Frage, die sich am Ende stellt, was tun Sie dagegen? Und die Antwort, Frau Doris Schröder-Köpf, gar nichts tun Sie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.